So, das ist Harinja, eine sehr elegante Egidienberger Stute mit ganz interessanter Abstammung. Und da brauche ich einen Zettel mal, weil das einfach zu viel ist. Okay, fang schon mal an. So, also, der Vater ist Bandolero. Bandolero, ein sehr erfolgreicher Egidienberger, gehört der Familie Hennöckel aus Österreich. Sehr oft sehr erfolgreich vorgestellt worden. Bandolero ist ein Superbio-Sohn aus der Brunker. Brunker, eine Nupur-Tochter. Nupur ist so ein ganz kleiner, süßer Rennpasser gewesen. Und die Mutter von ihr ist die Stute Hadda. Hadda, eine Egidienberger Stute, die uns ja Jahr für Jahr immer wieder sehr, sehr gute Nachkommen bringt, die sehr angenehm zu reiten sind. Die Hadda ist eine Tochter von Jarl von Egidienberg. Jarl von Egidienberg war so ein ganz großer, stämmiger Rapphengst, ein Japo von Santo Sohn. Und die Mutter der Mutter war Herr Rehner. Herr Rehner, eine Rapp von Egidienberg Tochter. Also eine rundum sehr interessante Abstammung, die ich so nicht auswendig behalten konnte. Und ja, Harinja ist erst 4 Jahre alt. Also demzufolge ganz leicht nur angeritten. Aber man, glaube ich, kann schon einiges erkennen. Das wird bestimmt mal ein gutes Pferd werden. Kann so ein bisschen hampelig noch sein. Gib mal ran, Kopf, bitte. Achso, stehen. Oh. Da muss man ein bisschen Mühe geben, dass sie lernt, in Ruhe gelassen stehen zu bleiben. Und man sieht, das ist kein Problem. Sie war eigentlich von Anfang an eher leicht zu reiten. Man sieht das jetzt direkt im Losreiten, wie die direkt gefällig an den Zügel herantritt, ohne dass sie es überhaupt nur fordere. Sie zeigte schon relativ leicht sehr schöne, taktklare Tölt-Ansätze. Sie ist noch nicht so stabil im Tölt, dass ich hier sie Runde für Runde reiten könnte. Fang vielleicht noch erstmal mit Trab an. Oder mal gucken, was sich anbietet. Sie war sehr leicht zu reiten, habe ich gerade gesagt. Das streichen wir wieder. Nein, nein, das ist schon so wahr, aber das sind vierjährige Pferde. Und wenn die unabgeritten nicht mal hüpfen dürfen, dann hat man auch schon die falsche Einstellung. Also lassen wir ihr mal eine Runde Zeit. Hoffen wir, dass ich oben bleibe. Und freuen uns schon mal daran, an dem, was das Pferd so zeigt. An Ansätzen, schöner Bewegung, interessante Haltung. Ich achte darauf, dass ich meine Hände hier unten ruhig beisammenhalte und da nicht störe. Jetzt ist aber langsam gut. 4 Jahre hin oder her, jetzt habe ich keine Lust mehr. Bisher war ich noch sehr passiv mit der Hand. Aber jetzt habe ich doch mal ein bisschen strafend eingewirkt. Also richtig, das Rodeo-Reiter-Alter habe ich auch nicht mehr. So, mal gucken, dass ein bisschen Vernunft reinkommt, dass man das erkennt, was ich eben erzählt habe. Nämlich zwar noch unsicheren Tölt, aber sehr schöne Tölt-Ansätze. Mit viel Takt und guten Bewegungen. Nur ganz im ruhigen Tempo bisher. Und eigentlich auch eher nur kurze Strecken. Und dann lässt man sie wieder traben.
Und man sieht, da wo sie jetzt gerade in den Außenlauf fallen wollte, dass da doch direkt wieder ganz viel Tölt da ist. Aber das wird keine schwere Arbeit werden. Jetzt probiere ich nochmal zu galoppieren, vielleicht ohne zu bocken. Aha. Ah, dann sieht man, was sie sehr schön galoppieren kann. Sehr gelassene, runde Galoppade hat. Und das ist ja auch nicht einfach. Ein vierjähriges Pferd hier, alleine auf der großen Bahn. Oh. Oh. Das ist schon eine eher schwere Aufgabe. Und wenn ein Vierjähriger das zumindest so einigermaßen ordentlich macht, dann kann man doch erkennen, dass es eigentlich ein ganz reelles Pferd ist. Was dann bei normalen Reiten, was ja nicht gerade hier so auf der Bahn stattfindet, sondern auf der kleineren Bahn oder im Gelände, doch eher leicht zu reiten ist. Auch jetzt kann man es ja erkennen, dass sie nicht irgendwo verrückt ist, sondern eben nur mal ein paar Freudenhüpfer machen wollte. Ja, interessante Stute. Wird bestimmt ein gutes Pferd. Braucht ihre Zeit noch. Reden wir mal von 2 Jahren. Aber dann ist das ein richtig gute Ägidienberger, die ich mir auch sehr schön sowohl als Freizeitpferd wie aber auch insbesondere auch als Sportpferd vorstellen kann. Wie gesagt, man braucht da Zeit, man muss ein bisschen Fantasie haben, aber man konnte ja im Tölt doch und Trab auch sehen, wie schön akzentuiert sie so ohne jede Ausbildung in dieser Richtung das gezeigt hat.